Zuschauerschaft, es ist Sonntag 18 Uhr, aber wie lange noch? Denn es scheint so, als ob euer Girl Sascha sich demnächst mal zu Michael Jones begeben muss. Love you! Denn seit Tagen kursiert ein Video im Internet, was mit Sicherheit viele von euch gesehen haben. Ein Haufen Leute, die auf der Insel Sylt in einem reichen Club eine ziemlich eingängige Parole brüllen und es wie scheint sehr lustig finden. Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus! Doch der Rest des Internets und die Gesellschaft findet das nicht besonders lustig. Und es startet die Operation Wer ist das? Wo wohnen Sie und wo arbeiten Sie? Namen werden veröffentlicht, Adressen werden veröffentlicht und Arbeitgeber distanzieren sich. Sogar Solmecke ist beim CDF und sagt seine Einschätzung. Doch das Ganze bringt einige Tücken mit sich. Veröffentlichte Namen werden verwechselt, dass plötzlich diese bombardiert werden, obwohl sie gar nichts mit der Sache zu tun hatten. Let me clear this off straight away. The girl in the video, it's not me. Eine Influencerin und gleichzeitig eine Arbeitgeberin einer der Protagonisten wird zugesprochen, dass sie sich mit den Personen radikalisiert, nur weil sie nicht schnell genug ein Statement abgegeben hat. Warum dieses Video nur die Spitze vom Eisberg ist, warum sich diese reiche Dekadenz und Überheblichkeit wie ein roter Faden durch das ganze Internet zieht. Sylt ist auch Sylt, ne? Da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Das ist ja jetzt, wenn man da jetzt mit der Deutschen Bahn kommt, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Spaß. Und warum die Temptation Island-Moderatorin Lola Weipert sogar im Internet weint. Ich finde das so schlimm. Wir sind alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt. Das alles seht ihr heute live, an welchem Tag auch immer, mit eurem Girl Sascha. Tatort Sylt, der einzige deutsche Eintrag in der Liste der 50 von der Times Magazine gekürten World's Greatest Places 2023. Bis jetzt. Meine ganze TikTok-Page ist voll von Jugendlichen auf Sylt, die Party machen an Pfingsten und das aus verschiedenen Perspektiven, ob am Strand oder in einem Club. Und so war es auch bei diesem Vorfall. Menschen zwischen 20 und 30 befinden sich in einem Club auf Sylt namens Pony und brüllen lauthals zu einem Lied namens L'amour toujours. Für einige von euch ist das bekannt unter Düpp, Düpp, Düdüdüpp. Ja, ist kein Witz, so googeln Leute das Lied. Dabei werden mutmaßlich verbotene Zeichen angedeutet. Und warum ich mutmaßlich und angedeutet sage, erklärt auch die Tagesschau ganz gut. Denn in diesem Fall müssen Richter über diese Sequenz bzw. über den Gruß entscheiden. Allgemein scheint dieses Video ein heißes Pflaster zu sein, denn einige User deuten an, dass dieses Video penetrant versucht wird zu löschen seitens der Angehörigen oder Anwälte der Protagonisten. Und deswegen fordern sie die Leute auf, das Video umso mehr zu teilen. Und das tun die Leute. Bei Twitter beziehen sich fast alle aktuellen Hashtags auf das Video und auch TikTok brennt wie verrückt. Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Namen zu veröffentlichen, die Person rauszufinden, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, allgemein die Person zur Rechenschaft zu ziehen. Denn man möchte Statements von den Personen, von den Firmen und man möchte einfach allgemein, dass sich davon distanziert wird. Was auch in diesem Fall zutrifft, Arbeitgeber distanzieren sich von den gezeigten Personen und diese wurden auch entlassen. Der Club äußert sich via Instagram und auch der Clubbesitzer äußert sich in Interviews, beispielsweise auch beim ZDF, wo er sagt, dass sie das Ganze nicht gehört hätten, sie aber, wenn sie das gehört hätten, sowieso nicht dulden würden und einfach entsetzt sind über die Aktion. Ein großes Entsetzen und dass wir halt solche Sachen eigentlich bei uns nie dulden würden. In dem Zusammenhang mit dieser Großveranstaltung ist es wirklich passiert, dass es halt durch die laute Musik und sowas nicht aufgefallen ist. Menschen auf Instagram möchten das Statement widerlegen, indem sie Luftaufnahmen aufzeigen, die Position der Protagonisten und sagen, hey, wie kann man das von da nicht gehört haben? Und ich finde es interessant, dass sogar Julian Reichelt sagt, der ehemalige Chefredakteur der Bild, dass es Schwachsinn ist, dass man das angeblich nicht gehört hat. Und das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen, dass Julian Reichelt sagt, du lügst. Auch zeigen einige User im Internet alte Bewertungen des Clubs auf, wo vor mehreren Jahren beschrieben wurde, dass sich die Personen dort nicht wohlgefühlt haben, aufgrund diverser Hintergründe und es dadurch also auch kein Einzelfall gewesen sein soll. Die Kommentare zu der Aktion allgemein sind durchmischt. Entweder findet man die Tat schrecklich oder manche finden die Reaktion darauf überzogen. Die Moderatorin Lola Weipert fand das Ganze so erschreckend, dass sie in einem Video ihren Unmut geäußert hat und gesagt hat, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie so ein schlimmes Video gesehen hat. Ich habe gerade das schlimmste Video aller Zeiten gesehen. Das sind so Momente, wo ich mich so schäme, so eine deutsche Kartoffel zu sein.
mit unserer Vergangenheit. Ey, wir haben so viel Scheiße gebaut und ich finde es so grauenvoll, wenn ich sowas sehe, dass es junge Menschen gibt, die sowas rufen, die einen Hitlergruß zeigen. What the fuck? Ich habe jüdische Vorfahren. Und das ist das Ergebnis. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich finde das so schlimm. Jeder hat ja seine eigene Schmerzgrenze. Und ja, als ich das Video gesehen habe, blieb mir der Mund auch offen. Also nicht, dass ich das Video relativieren will, aber habt ihr schon mal Menschen gesehen, die tot auf der Straße liegen? Lola anscheinend nicht. Aber ich verstehe ihre Intention, ich verstehe, was sie damit sagen wollte. Und die Reaktion darauf ist durchmischt. Einige versuchen das auch mit Humor wahrzunehmen, wie beispielsweise Tassim. Nun kommen wir zu diesem Bengel. Ich nenne ihn Lysander Georg. Auch den kennen wir alle. Das ist dieses Kind im Kindergarten, was ein Pflaster auf dem Auge hatte. Und er hatte mal einen Schlüsselbund mit seiner einfolierten Busfahrkarte drin. Bevor jetzt die halbe Menschheit aufschreit, Tassim, was hast du gegen Kinder, die ein Pflaster auf dem Auge haben? Gar nichts. Ich habe die in meiner eigenen Familie. Manche sprechen sogar von einem Ohrwurm, den sie seit diesem Video haben. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Und das ist anscheinend auch gewollt, denn dahinter steckt ein System. Das heißt, es wird ein bekanntes Lied, das eingängig ist, das jeder im Ohr hat, wird genutzt, um eine rechte Botschaft zu transportieren. Und wohlmöglich sind heute hunderttausende Menschen infolge dieser Berichterstattung mit einem rassistischen Ohrwurm durch den Tag gegangen. Und jetzt mal ehrlich, seid ihr heute auch mit einem rassistischen Ohrwurm aufgewacht? Ich kann euch ehrlich sagen, ich schon. Der Vorfall auf Sylt ist kein Einzelfall. Und diese Art Parolen und dasselbe Lied kann man auch in anderen Videos finden. Der Unterschied bei diesen beiden Videos ist, dass man auf den ersten Blick in diesem Video keine vermeintlich reichen Personen sieht. Denn Sylt ist eine teure Insel. Gerade zu Pfingsten scheint es so, als ob sich Jugendliche dort gerne versammeln, gerne feiern und das kostet auch nicht wenig Geld. Besonders bei dem Club Pony muss man 150 Euro Eintritt zahlen zu Pfingsten. In diesem Video sieht man also Personen, die vermutlich zu der Oberschicht gehören, vielleicht gut betuchte Eltern haben, einen gut bezahlten Job und gute Kontakte. Das sind keine Ausgestoßenen, keine, die keine Stimme bekommen. Das sind keine Leute, die eine kleine Rente haben oder die nichts zum Leben haben. Diese Personen wirken so, als ob sie sehr viel Geld haben, egal aus welcher Quelle. Zumindest ist es das, was man von außen wahrnimmt. Ja, der Clubbesitzer sagt, dass man diese Person nicht kannte, dass es keine Stammgäste waren, dass sie eine Tageskarte hatten. Die Gäste, die jetzt diese Situation hier ausgelöst haben, waren keine Tischgäste, die hatten keine Tischreservierung, die hatten nur ein ganz normales Tagesticket. Wir wissen halt auch jetzt, wo wir die Namen auch von denen kennen, dass die auch bei uns nie irgendwie in Erscheinung getreten sind oder irgendwie aufgefallen sind. Der springende Punkt ist, man sieht Menschen ihre Tendenzen, ihre Einstellungen nicht an. Es sind nicht alles Ossis, sie tragen keine Springerstiefel, eine Bomberjacke und eine Glatze. Ganz im Gegenteil. Vielleicht tragen sie ein weißes Hemd mit einem Pullover drüber und trinken ihren Moe und finden es im Suff besonders lustig, diese Art von Parolen zu rufen. Einige wollen das schmälern, sagen, dass man im Rausch eben Dinge sagt, die man sonst nicht sagen würde. Jedoch bei dem Thema mit Alkohol zu argumentieren oder das Ganze zu schmälern, finde ich fragwürdig, weil es offensichtlich Erwachsene sind. Und einer dieser Erwachsenen hat das Ganze offensichtlich bewusst gefilmt und vielleicht bewusst veröffentlicht. Das Problem ist, es gibt sehr wohl Kritikpunkte bei dem Thema, die man auch ansprechen darf. Beispielsweise ist der Umgang mit dem Protagonisten im Video richtig. Sollte man die Namen der Person veröffentlichen? Und das Ganze bringt einige Probleme mit sich für Fremde, die mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben. Besonders das Mädchen am Anfang wurde relativ schnell gefunden. Ihr Foto wurde veröffentlicht, LinkedIn, Name, Arbeitsplatz. Und es stellte sich heraus, dass sie die private Assistentin einer Influencerin ist. Sie arbeitet übrigens für diese Influencerin. Ne? Diese Influencerin und sie sind ganz eng miteinander. Sie hat überall ihre Kommentare deaktiviert und bis jetzt noch kein Statement geliefert. Da diese nicht schnell genug ein Statement veröffentlichte, wurde ihr von einem User zugeschrieben, dass sie sich mit diesen Art von Personen radikalisieren würde. Ihr habt hier also eine Influencerin, die sich mit rechtsextrem solidarisiert. Was ich persönlich gut finde, ist, dass als ein Statement von ihr kam, er das ebenfalls in einem Video aufgegriffen hat. Die Frau distanziert sich komplett von der anderen Person. Sie darf nicht mehr bei ihr arbeiten. Erstmal sehr stark, dass das so schnell passiert ist. Sie postete ein wenig später das Statement, sagte, dass diese Person entlassen wurde und sie selbst einen Migrationshintergrund haben würde und das nicht toleriert. Teilweise bezweifeln aber manche Menschen, dass sie diese Tendenzen von ihrer privaten Assistentin nicht gesehen haben soll. Deswegen nochmal eine Erinnerung, politische Einstellungen, beispielsweise auch Ausländerfeindlichkeit, siehst du Personen nicht an. Des Weiteren führt die Veröffentlichung der Namen zu einigen Missverständnissen. Einmal
Einmal wurde ein Mädchen im Ausland attackiert, denn sie trägt den gleichen Namen wie die Protagonistin im Video. Sie hat gesagt, dass sie noch nie ein TikTok gemacht hat und es ist das erste Mal ist, dass sie überhaupt auf TikTok öffentlich redet, weil sie so viele Hassnachrichten bekommen hat, dass sie sich dazu äußern muss. Yeah, I've received tons of hateful comments, DMs, threats. So the point of this whole video is just to say that no, I'm not the girl from that video. And next time you're gonna start accusing some person, please at least make sure that you are doing it to the right person. Das Ganze passierte ein zweites Mal, aber auch hierbei fand eine Verwechslung statt und das Mädchen hat darauf hingewiesen, dass die Leute sich doch bitte vorher informieren sollen, wem sie schreiben und man auch hier hätte feststellen können, dass das nicht sie ist. Also vielleicht nur 1%, also ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie dieses Mädchen aussieht, hättet ihr gesehen, boah, die hat eine ganz andere Augenfarbe, boah, die hat einen anderen Vornamen. Es gibt so viele Sachen, wo man gesehen hat, dass ich das einfach nicht bin. Deswegen auch hier ein Appell. Wenn man diesen Personen überhaupt schreiben möchte, dann soll man wirklich, wirklich, wirklich sicher gehen, dass das die Person überhaupt ist, sodass diese Art von Verwechslung nicht stattfinden kann. Aber welche Konsequenzen drohen denn den richtigen Protagonisten? Denn laut dem Bundesverfassungsgericht ist die Parole Ausländer raus allein nicht ausreichend und somit auch nicht strafbar. Christian Solmecke sagt in einem Interview dazu, dass es vermutlich auf eine Geldstrafe hinauslaufen wird. Strafrechtlich könnten sich der Ersteller des Videos, der Mann mit dem Gruß auf ein Verfahren einstellen. Denkbar ist auch, dass der Mann mit der Sonnenbrille und die Frau eventuell verurteilt werden. Bei allen müsste, wenn sie keine Vorstrafen haben und nicht einschlägig vorbestraft sein, eine Geldstrafe bei rauskommen. Alle anderen, muss man schauen, die da mitgetanzt haben, glaube ich eher nicht, dass da ermittelt wird. All das müsste das Gericht entscheiden und so wie es scheint, wurden auch Untersuchungen eingeleitet. Doch selbst wenn Konsequenzen dieser Art folgen sollten, bemängeln viele User, dass die Protagonisten sowieso durch ihre reichen Eltern aufgefangen werden, dass sie weich landen werden und dass es vermutlich keinen großen Einfluss auf sie haben wird. Immerhin, wie bereits erwähnt, wird laut einigen Usern versucht, das Video aus dem Internet zu kriegen. Genau das Thema Rich Kids und eine überhebliche Dekadenz scheint das Internet immer besonders aufzustacheln. So löste der Bericht von Steuerung F mit Theo Strattmann, einem angeblichen Gutverdiener, eine Welle der Empörung aus. Er fiel auf mit Sätzen wie Söhn ist auch Söhn, ne? Da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Das ist ja jetzt, wenn man da jetzt mit der Deutschen Bahn kommt, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Spaß. Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht einsparen. Eigentlich ist es mir relativ scheißegal. Also natürlich will ich, dass wir hier nicht alle sterben und verbrannt sind auf der Erde, aber sonst mache ich mir da nicht wirklich Gedanken drüber. Es war allgemein der ganze Tenor des Berichts. Während normale Leute, Normalverdiener, sich mit Einsparungen begnügen müssen, auf jeden Cent achten müssen, schien es so, als ob diesen Leuten nichts egaler sein könnte. Wochenende nach Sylt jetten, fette Spritschleudern als Spielzeug. Der eine geht gerne Sportwagen fahren am Wochenende, ich miete mir ein Privates. Und auch in diesem Punkt sehe ich einige Parallelen. Junge Erwachsene, denen es vermeintlich an nichts fehlt. Woher kommt diese stumpfsinnige Art? Warum finden es gut situierte Menschen im Suff lustig, diese Art von Parolen zu schreien? Und warum finden wir dieses Video so besonders schlimm, wenn diese Art von Vorfälle nichts Neues für uns sind? Hä? Jetzt so zu tun, als hätte man das nicht gewusst? Hä? Also, ich will gar nicht lachen. Ich finde es sogar total traurig, dass viele so tun, als hätten sie es nicht gewusst. Leben wir im selben Land? Ich muss natürlich an dieser Stelle sagen, dass nicht jeder, der auf Sylt ist, dass nicht jeder, der ein weißes Hemd trägt und ein Pullover darüber, automatisch bei sowas mitgrölt oder zu dieser Art von Menschen gehört. Und man muss natürlich erwähnen, dass dieses Video, diese gezeigten Personen, Stellvertreter sind. Sie sind Stellvertreter dafür, dass es einige Probleme gibt und das in allen Schichten. Und was mich persönlich an der Debatte so ein bisschen nervt, ist, dass man hier auch nicht beim Thema bleiben möchte. Es bringt aber nichts zu sagen, aber was ist hiermit und was ist damit und was ist damit und warum sagt man dazu nicht? Weil es die Debatte nicht voranbringen wird. Es wird auch das Problem nicht lösen und es wird auch nicht besser dadurch, nur weil man 1000 Sachen in einen Topf wirft und sagt, ja, aber widmet euch doch mal dem. Nur weil die anderen Themen nicht auf TikTok viral gehen und innerhalb eines Tages von allen Medienhäusern aufgegriffen werden, heißt das nicht, dass sie keine Beachtung finden. Aber das Video zeigt einen interessanten Einblick in die Kreise. Ein Kreis von scheinbar reichen Menschen, denen es an nichts fehlt und die einfach nur zum Spaß das Ganze rufen. Dieses Phänomen ist interessant. Rich Kids, die auf alles scheißen. Es ist verständlich, dass die Leute nach diesem Video Menschen sehen wollen, die zu verantworten
Verantwortung gezogen werden sollen. Aber es entstehen auch unterschiedliche Lager. Lager, die die Person in Schutz nehmen, aber Lager, die auch das Ganze für die AfD instrumentalisieren. Ich habe auch schon einige Kommentare gelesen, die sagen, dass Söth es richtig machen würde, dass ihnen Söth auch sympathisch geworden ist und sie keinerlei Probleme bei dem Clip sehen. Obwohl sich sogar die Insel Söth dazu geäußert hat und sich davon distanziert. Es gibt eine Menge Kommentare, die sagen, hey, so schlimm ist es nicht. Aber es ist so kurzsichtig gedacht. Dieses Video ist ein kleines von vielen privaten Meinungen, die im privaten Kreis ausgetragen werden. Vielleicht sind es manchmal auch private Feste, manchmal sogar bei privaten Treffen mit sehr einflussreichen Leuten. Was aktuell passiert, ist für viele eine Genugtuung, denn sie ziehen diese Leute zur Verantwortung. Ja, und ob man es fair findet oder nicht, kann man nicht ändern, denn die Leute sind mittlerweile öffentlich, die Namen sind alle öffentlich und die Bilder sind öffentlich. Für die Leute scheint es sogar unterhalten zu sein, denn hey, diese Leute müssen doch zur Verantwortung gezogen werden, oder? Ganz hart gesagt wird das aber nichts ändern. Wer das schockierend findet, kann seinen Unmut auf TikTok, Instagram und Co. zeigen. Wer aber wirklich was ändern möchte, der sollte wählen gehen oder sich anderweitig engagieren. Oder ihr fahrt nach Sylt und zeigt da euren Unmut. Zumindest habe ich diesen Vorschlag des Öfteren gehört. Würde gerne eure Meinung wissen. Also schreibt sie mir gerne in die Kommentare und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell wieder nächste Woche bei einem neuen Video mit eurem Girl. Muah.